Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin. Letztes Mal haben wir die Piratenhöhle, beziehungsweise, wie heißt die? Grotte von Pravoka abgeschlossen. Und heute gehen wir zum Dunkelelf, oder zum Prinz der Dunkelelfen. Außerdem habe ich zwischen den Aufnahmen, habe ich die Azurblaue Echos Edelmut abgeschlossen. Das ist halt einfach nur die Piratenhöhle, nur muss ich... Das ist quasi wie so eine Hetzjagd, wo man 5 Piraten fertig machen muss und am Ende kommen 2 Quals und eine Fledermaus, ja. Ja, das ist eigentlich easy, also das muss man auch nicht zeigen, das ist halt derselbe Dungeon wie vorher. Also, jo, hab ordentlich gelevelt, weil ich hatte Angst vor dieser Quest hier. Und ich kann leveln, was ich Bock habe, also ich kann diese Quest 50 Mal machen, aber ich krieg keine. Auf diese Ausrüstungsstufe 16 komme ich nicht hinaus. Deswegen werden die schon wissen, was die machen. Jo. Jobs für Verbündete 1. Oh, das klingt interessant. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das wird wieder ein ganzer Dungeon sein. Im Original war das auch nur ein Raum. Aber der Weg war ja das Ziel im Prinzip. Also den Weg dahin zu überleben war schon viel wert. And we're here. Best gird your loins. How do we get back? Just focus on getting to Ostos with your head on your shoulders. You poor, poor sots. Couldn't hurt to take a look. Can't wait to see what's in store for us. For us. Ey, genau, habe ich Erstedt dabei. Mal schauen, ob die Synergie besser passt. Verräterisches Nest, okay. Sieht jetzt aber echt stylisch aus, muss ich sagen. So, erstmal das erste Bonfire holen. So. Außerdem habe ich jetzt gelernt, dass ich... Ich meine, natürlich ist es ein Dark Souls Klon, in Anführungszeichen. Also sind natürlich gar nicht Objekte einfach nur durch Anrollen kaputt machen. Übrigens, so als allgemeiner Tipp... Legt das Rollen und das Ausweichen, das Rennen auf Ausweichen. Weil dann habt ihr diesen kleinen Sprung hier so ein bisschen, diesen Spurt. Und ihr müsst nicht den Daumen reindrücken, weil das ist absolut unangenehm. You ever seen anything like that before? Yeah, so like this. I bet that's not even the centerpiece. Ach ja, das Remix vom Schlossfilm. Gar nicht so blöd. Okay, das war die Tür. Da haben wir jetzt wirklich nicht so viel verpasst. Also, hier ist ein Gegner da. Achso, okay. Ich dachte, das wäre nur eine normale. Das wäre jetzt wieder irgendwas Krasses, aber es ist nur eine Bitwörter. Bam. Okay, das war auf jeden Fall Zombak. Ja, klingt gut. Klingt sehr gut. Klingt auf jeden Fall extrem angenehm. Oh, ist auch noch eine Kiste. Aber auch ein Skelett. Ich kann auch nichts anvisieren. So fair sind sie dann doch. Weil theoretisch könnte ich mit dem Rotmarkt jetzt hier einfach da unten alles wegnuken. Aha. Ist da... Okay. Hä? Aber warum sollte man nicht beides mitnehmen? Wenn man halt absolut keinen Bock hat auf Gegner, schätze ich. Ja, komm. Das machen wir schon. Eine Harpie. Oh. Und ein Goblin. Warte mal. Okay. Ich wollte eigentlich den hier machen. So. Und einmal Regener. So, okay. Ich hab's gesagt. Und ich werde es immer sagen. Au. Pure Darkness. Rotmarke ist einfach OP. Man kann ja im ersten Teil kann man ja auch die was? Mann, machst du bitte, danke. Die Heldengruppe komplett customizen. Aber nur am Anfang und dann halt nicht mehr. Na komm her! Und tschüss. Bumm. Wie mir zurücksteckt, ist so geil. Komplett customizen, aber halt nur am Anfang.
Where there's a lock, there's a key. Oh, sowas. Und ich kann eh bloß von der Seite aus, okay. Wobei ich jetzt. Ja, nur am Anfang, ne? Aber also man muss halt das, was man am Anfang auswählt, muss man halt festhalten. Das ist halt ein ziemlich krasses Commitment für halt ein Spiel, was schon mal gut und gerne ein bisschen geht. Also so, weiß nicht. Ich hatte mir mal ein Grindet zu 40 Stunden mindestens, würde ich sagen. Also man kann schon ziemlich gut durchrushen. Für ein JRPG ist das eigentlich nichts. Aber es ist ja eins der ersten JRPGs gewesen. Also nicht der ersten, aber der erste Final Fantasy ist. Da kann man schon mal. Ne? Okay. Ich dachte, ich mache hier optional Stuff. Place is filled with secret rooms and hidden treasure. I wonder what riches the king of the dark elves is hoarding. Okay. Alright. Das ging voll daneben. Na komm her. LOL. Der kann ja absolut gar nichts. Gib mir das. So. Okay, das war jetzt das Tutorial für diesen Gegner. Jetzt kommen die wahrscheinlich more frequently. Ich kenne noch meine Pappenheimer. Ich weiß, wie das läuft. Ja, da ist noch einer. Okay. Bis jetzt folgen wir ja noch dem. Das war fast zu spät. Bis jetzt folgen wir ja noch dem normalen Storypfad. Mal schauen, wie lange noch. Okay. Und ob wir überhaupt den what the fuck? Selber. So. Wo ist denn erledigt? Okay, krass. Mal schauen, wie lange noch und ob wir überhaupt vom Pfad abweichen. Also wenn es halt quasi wirklich ein 1:1 Remake ist jetzt oder nicht. Also von der Story her. Grob jedenfalls. Ich hab zweimal Nacht noch, Alter. Das ist ja krass. Also diese geklauten Fertigkeiten, die sind auf jeden Fall ziemlich stark. Okay, jetzt weiß ich auch warum. So. Du kannst nichts tun. Lalalala. Scheiße. Ja, okay. Ich hab's. Eis! Danke. Ich nehme gerne Eis. Ach, komm echt. Hier. Alter, ich hab. Das Ausweichen ist nicht so geil. Also was heißt auch nicht so geil? Es ist auf jeden Fall nicht so ein gutes Canceling. Danke. So. Eieiei. Das war gerade echt total Anime, habt ihr das gesehen? Okay. Klagelied des Todes, das ist echt stark. Also ohne Scheiß. Gegner zu paralysieren einfach so. Ziemlich OP. Aber den. Ich hätte halt echt gerne bei den Bossgegnern. Okay. Bei den Bossgegnern hätte ich jetzt echt mehr so. Hier. Fertigkeiten gehabt. Die man alle zum Gegner zurückschmeißen kann. Oh. Ich hau da einfach durch, mir doch egal. Tschüss. Mir ist scheißegal, wenn der Sound total rumbuggt. Was ist das? Okay. LOL! Really? I was just joking about secret rooms. Als ob die Illusory Walls auch geklaut haben. Als ob. Ich. Wow. Manchmal, normalerweise verpasse ich sowas easy peasy, also ohne Scheiß. Ich bin der letzte Typ, der in irgendwelchen Spielen irgendwelche Secrets findet. Warum auch immer, ich sehe mich eigentlich wirklich sehr genau um. Also wirklich sehr, sehr genau. Aber sowas, was so ein bisschen mehr Effort erfordert, das ist schon vorbei. Wer spielt jetzt hier eigentlich die ganze Zeit Orgel? So. Nichts. Cubes. Should we take a breather? Ominös.
Was sagt denn das Jobmenü? Übrigens habe ich den Roland fertig. Ich habe den fertig gelevelt letztens. Also fast fertig, ne? Also, ne. So gut wie. Yeah. Normalerweise hätte ich auch umgeschaltet auf einen anderen Job. Aber ich möchte halt in dieses Level eigentlich mit einem Job reingehen, den ich gut gelevelt habe. Und nicht einem, wo ich gerade erst angefangen habe. Und allzu viel Level wollte ich jetzt eigentlich auch nicht. So. So, okay. Achso, stimmt, warte mal. Gladiator. Übrigens hat ich habe ihr die DLC-Waffen gegeben. Damit sie halt auch was macht. Im Leben. Okay, du bist zwar nicht da, aber du kriegst trotzdem bessere Rüstung. Kann ich? Hä? Okay. Ich habe gerade nicht gewechselt. Das hat er einfach so gemacht. Genau, und ich kann jetzt Gegner vergiften. Und. Ja, das war's. Gegner vergiften ist eigentlich ziemlich geil. Mal schauen. Aber ich glaube, der Dunkelelf, ist der immun gegen Gift? Normal schon. Ich weiß gar nicht. Oh, okay. Don't wanna be on the receiving end of that. Alter. Blutmauer. Wieso hat denn das Schloss so ein Upgrade bekommen? Look out! It's aiming at us! Nein! Das haben die nicht gemacht. Ach nö. Die haben nicht das Ding, die Javelin geklaut. Fucking hell. Von allen Sachen, die ihr klauen können, habt ihr unbedingt das Schlimmste machen müssen. Ist da oben steht einer, Alter. Da oben steht halt eiskalt einer. Komm schon. Schocker! Get back here, Schocker! Lol. Das hat bestimmt gezählt. Was? Oh, okay. Kann zwar fliegen, aber ich hab's trotzdem runtergeschossen. Au! Das war jetzt nicht so geil. Alter, wie kann die denn schießen, wie weit, bitte? Das ist ja krank, Alter. Nee, okay. Kannst du mich bitte runterlassen, danke. Wenn wir jetzt mal gerade ein bisschen safe sind, gehe ich auch mal ein bisschen auf Regen, ne? So. Time for a change. Oh, da ist eine Kiste. Kann ich die auch machen, ohne dass ich abgeschossen werde? Danke. Okay. Hey, ich kann doch. Hallo? Geh doch auf. Ah, okay. Ich dachte mir schon, sowas. Ja. Fucking. Ah, das fucking Gift schon wieder, Alter. Warum machen die denn sowas? Warum machen die Gift? Gift ist ekelhaft, Junge. Oh, cool. Das ist nicht cool. Vor allem, das Regener kämpft gegen das Gift an, aber das Gift hat, ist um einige stärker, Alter. Kann ich? Hallo? Nee, kann ich nicht. So. okay, da. Ne, da war auch so ein Ding. Auch so ein Donut. Die fucking Javelin, Alter. Warum? Wenigstens schießt das Ding nicht dreimal wie in Dark Souls 3. Das wäre nämlich echt unangenehm. Ich meine, nichts, was ich schon mal überwunden hätte, aber trotzdem. Muss nicht unbedingt wieder sein. Ich mir das eine über das Orgelspiel lauter. Alter, wenn die den Ganon machen, ne, dann raste ich aber komplett aus. Wer das nicht. Nice, Skip. Wer das nicht weiß, in Ocarina of Time, im Final Dungeon ist es so, dass Ganon auf der Ding spielt, auf der. Weiß schon. Auf der Orgel. Und jedes Mal, wenn man ein bisschen näher kommt, wird das lauter. Bis er irgendwann ein bisschen immer unterbricht und in der Cutscene hört er dann auf zu spielen. Das ist richtig, richtig, richtig episch. Okay, wow, ich muss echt runterspringen. Ich hab aus Versehen den richtigen Weg gefunden wollen. Ups. Ah, okay, da kann ich doch wieder zurück, theoretisch. Dopido. Hallo. Umschauen. It's a lot bigger up close. Ja. Was sagst du was?
Er sieht nicht mehr aus wie ein Ronin, das ist ein bisschen schade. So. Ach so, verdammt. Ah, wenn ich... Das muss ich nochmal ändern. Das muss ich auf jeden Fall nochmal ändern. Kann ich kurz... Das muss ich auf jeden Fall ändern, weil... Nach dem Parieren, Waffenfertigkeit... Oh, warte mal. Incension-Haltung, genau. Das möchte, da möchte ich bitte was anderes haben. Dreh dich, nö. Was ist, war das? Legiri? Ne, Jinpu war das. Ja. Genau. Ja, schon okay. Ich find's auch schön, wie ich nebendran die Javelin höre. Okay, theoretisch können wir die zerstören, aber das bringt uns nichts. Oder zerstören lassen. Da bringt's auch nichts. Ist da irgendwas? Okay. Aber es wird nicht aufgehen, schätze ich. Achso, da kommt aber der Qual wieder, ne? Ja, ist egal. Ist Wurst. Ich kann... Als ob ich die Tür aufmachen kann, einfach so. Nee, 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 nee. Ich will schon, ne? Sorry, aber es muss sein. Denn Weihnachten ist das Fest des Kindes. Wer es kennt, schreibt in die Kommentare. Nein, Spaß. Mach das nicht. Komm schon. Hey, ich hab geblockt. Ich war in der Butte. Alter. Oh. So. Hey, also ich nehme den Ruppmagier eigentlich zum Teil nur her, um zu heilen. Um mir Regenerat zu pfeifen. Ballista. Ja, okay. Javelin, Ballista, alles dasselbe. Was, ein Buffzauber? Also, ich würde jetzt echt liebend gerne hier die ganzen... Das ist ein Kaktor. Echt liebend gerne die ganzen Gegner hier machen, aber ich würde vorher lieber die Ballista aufhalten. Ich hoffe, das ist okay, dass ich einfach durchwaschen kann. Au! Oh, das ist ein Item. Danke. Eine neue Anzeige, cool. Geht's uns ja zu der Ballista nach oben? Hallo? Au! Was? Ach so, der hat mich erwischt, als ich ja die Leiter hochgegangen bin. Ich dachte schon, er hat mich jetzt insta-killt. Dann hätte ich aber, wow, protestiert. Hä? Wo geht's denn hier nach oben? Das geht's ja nicht. Das ist ja witzlos. Dann mach ja die Kiste auf, oh. Ich brauch keinen Bock, hier beim Kämpfen beschossen zu werden. Das ist ein bisschen ungeil. Oh cool, neues Gewassschwert. Ja, warte mal, pass mal auf. So. Als ob ich den da oben geschissen habe, ja. So, komm her. Nächste. Geht er schon tot. So. Okay. Okay. Ach da. Da geht's doch unten. There you are. Da bin ich auch beschossen. Das ist alles ungeil. Das ist alles ungeil. Ja. Da habe ich aber nicht beschossen. Boom. Ja genau, ich wollte auf jeden Fall den treffen, ja. Dann war ich's halt eben anders. So. Meine Güte, echt. Nice try. Mein Egener reinpfeifen, bitte, danke. So. Ich bin wie Dark Souls Magier. Au! Ja, okay. Hallo, danke. Zum Glück braucht er ewig, um zu zielen, Alter. Sonst wäre das ja absolut furchtbar, das Level. So, jetzt.
Kein Bock mehr auf euch. Da sind auch Cubes. Okay. Check it out. Speichern. So. Komm her. Jetzt mach ich dich kalt. Wenn jetzt alles auch ein Skelett ist, ne, dann, Alter. Dann gibt's einen Copyright-Claim. Komm schon, wo bist du? Hä? Alter, warum ist diese Map so riesig, Alter? Sag mal. Ah, lol. Okay. So gleich. Und tschüss. Bup. So, Junge, Junge, Junge. Endlich Ruhe. Hey, hey, hey. Back to business. Back to business. Okay, was war das jetzt für eine Kiste, für eine Tür? Oder komme ich jetzt im Kreis wieder an auf der anderen Seite? Das wäre angenehm. Hallo, wie geht's dir? Alles gut? Ich glaube nicht. Oh Mist. Next. Next. Ich liebe ihn. Ich liebe alles. Außer Ash, den mag ich nicht so. Aber den Rest der Charaktere mag ich ganz gerne. Tatsächlich. Hopp. Commentary, hab ich echt, guys? So, Alter. Kommst du bitte runter? Get down from there! Nein? Okay, dann halt nicht. Hallo? Ist ja. Alter. Yo, ich war. Ja, als ob der da nicht rübergehen kann. So, jetzt mach ich dich kalt. Boom. Und du auch. Okay. Dann nicht. Das ist Scar. So. Gott. Ah, okay, da komme ich wieder nach unten. Tatsächlich. Aber ich will erst wissen, was da oben ist. Hallo? Geh nach oben. Ah ja, okay. Eins Kiste. Cool. Na gut. Das sind wilde Stiefel. Kann ich nochmal verzeihen. Ah, da komme ich sogar wieder zurück. Tatsächlich. Also ich könnte theoretisch komplett zurücklaufen, wenn ich das wollen würde. Will ich aber nicht. Sondern. Echt lol. Warm welcome. Come on, follow me. Come on. Zack. Piep. Bam. Und tschüss. Hallo? Ist nicht tschüss. Jetzt ist tschüss. That was quick. Victory was guaranteed. Ich habe auch den Netzschuss. Muss ich mal verschießen, haha. Oh, da ist noch eine Kiste. Schick. See what's inside, Jack. Oh, neues Schild. Okay. Ah, aber es sind jetzt Level 20 Sachen, die ich hier finde. Also bin ich jetzt. Was? Hä? Okay. Also habe ich es jetzt eingeholt. This is that tower we saw. Time to explore. Time to explore. Ach so, mache ich jetzt auf der anderen Seite. Ach, die Tür war jetzt wahrscheinlich zu und ich komme auch jetzt die Tür auf. Okay. Nope. Einmal dich. Einmal du. So. Kann ich den zurückwerfen, Mann? Alter, was? Das macht die Insta-Willen da? Alter, total ist das denn? Nein, 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 ich will den behalten. So. Ja, okay, es macht den bei dem nicht so viel krass. Komm her. Nope. Ich kann es auch, wenn es aufgeladen ist, kann ich das so lange halten, wie ich Bock habe. Ist auch ganz geil. Ich bin fast tot. Turbenschlüssel. Ja, tatsächlich. Das ist genau so, wie ich es gesagt habe. So. Ich benutze halt echt den Rotmarki nur zum Heilen. Nur zum Buffen. Ah ja. War es ein Fahrstuhl? Okay.
Kein Teleporter oder Treppe. Komm, kein Secret? Oh, komm. Gibt's ja nicht. So. So. Zack. Und ich glaube, wenn man, also normalerweise ist es jetzt so, dass das, dieses andere Viech tot bleibt. Yes, Gelehrter. Okay, Roland ist komplett fertig. Das heißt, ich könnte theoretisch zum Samurai rüberwechseln, den ich ja freigeschaltet habe. Das Dumme ist, ich muss halt den Faustkämpfer auch fertig machen für den, hier, für den Dieb und für den Mönch. Weil den Mönch und den Dieb brauche ich beides für andere Klassen. Für den, ne, für diesen Mönch. Den Dragoon brauche ich halt auch für eine andere Klasse. Ah, das ist alles so lecker. Okay, ich habe schon 2 Punkte, Rotmagie-Affinität, brauche ich aber nicht. Ja, okay. R1, R2, okay, na gut. Ja, und ich bleibe jetzt mal für den Bossfight bei diesem Job, den ich halt durch habe, ne? Und beim nächsten Mal nehme ich dann den anderen Ding. Magische Regina, das ist schon ziemlich geil. Also mit diesen Fertigkeiten für alle behält es ziemlich cool. Weil Gift habe ich zum Beispiel vom Dieb. Weil ich habe den gesehen, dass der Dieb das kann und habe den schnell gelevelt bis zu dieser Fertigkeit und das war's eigentlich. Garo. Nimm die Sentinel-Haltung ein und führe einen eisigen Schlitzangriff aus. Okay. Aber mir gefällt da eigentlich der ganze andere Scheiß. Ach, warte mal. R1 Shimpu. Achso, das ist eh egal, ne? Machen wir mal so. Ja. Nee, warte. Ja, doch. Ja. Und Laigiri ist ja. Genau, das ist ja die Standard A2-Attacke. Waffe. Übrigens haben die anderen Boys ihre Jobs schon gemeistert. Ich hoffe, dass die mit die Fähigkeiten skillen. Das wäre sonst sehr enttäuschend. Okay, die sieht die dann aus. Speichern. Oh, nur 5 Heiltränke. Na gut, ich habe ja meinen Buff-Mann. Den hier. Das wird schon hinkommen. Hinhauen. Mit dem Angriff von Jack. Das soll ja schon irgendwie in Ordnung kommen. Ich habe wieder meine Magiermaske. Also, das heißt, dass ich in Cutscenes wieder nicht mein Gesicht sehen kann. Aber bist da besser als die andere Maske da, diese Uni-Maske. Hat man ja gar nichts sehen können, also 0, gar nichts. Hä? Okay. Das sind aber andere Gegner auch noch, das sind nicht nur der. Aber der wird nicht angezeigt. Okay. Ja, dann stürmen wir mal rein, hätte ich gesagt. Wie ein echter Soldat. So. Ba-ba-ba-ba-bip. Da ist noch so ein anderer. Na komm. Entschuldigung. Gib mir mal ein bisschen. Okay. Der lässt sich von Blitz absolut nicht beeindrucken. Dann machen wir halt einfach den normalen. So. Super. Hä? Ich hab. Nein, okay. So, und zack. Jetzt rab auf mich nicht, okay. So, und jetzt aber. Und tschüss. Ich liebe das Kampfsystem. Das ist ziemlich cool. Dachte ich jetzt mal. Man merkt es mir bestimmt nicht an, aber ich hab auf massiv Spaß. Muss ich echt jetzt den Fahrstuhl rufen, damit er kommt? Was ist das denn? Die Real-Life-Experience. Hier kommst du? Hallo? Das ist ja, das ist ja nur ein bisschen nervtötend. What the fuck? Dann muss ich Dark Souls-Style meinen Fahrstuhl nach hinten schicken.
damit ich nicht so lange warten muss. Power is no joke. You think he might be the one? We need to make sure. Why not throw him at a badass monster? And I'd settle it quick. Ihr weißt schon, dass ich direkt neben euch stehe, oder? Erstens, ich hasse dich. Zweitens, wie soll ich da drüben sein, wenn ich doch direkt vor dir stehe? So. Dachte ich, throw mal eine SpongeBob-Reference rein. Okay, nichts. Cool. Aber ey, das ist jetzt der Boss. Ich meine, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hallo, Boss. Bitte. Ja. There's no one here. Did Bikke lie to us? Okay. Oh nein, oder? Nope. Schwarzritte. Au, das war nicht so geil. Warte mal, ich nehme mir auf jeden Fall... Nein, das nicht, weil egal. Okay, daneben. Hallo? Nein, Alter. L2 ist das. Ich depp. Kannst du bitte, Gift. So, und Tachi auch noch. Ja, würde ich ja gerne. Ah. Ah, verflixt. Warte. Entschuldigung. Komm her. Dann nicht. Nope. Hau. Jetzt hab ich dich, aber... Ach du Scheiße. Now we fight on my level. Ja. Gut so, jetzt kämpfen wir wie Krieger. No way. Shit. Au. Ich brauch mal kurz eine Regel, ne? What's inside? King of the Dark Elves? First we gotta crack it open. Let's start with that helmet. Let's start with that helmet. Au. Alter, macht der viel Schaden oder bin ich nur. Hab ich nur absolut nicht aufgepasst gerade? Ah, verflixt. Save some for the rest of us. No room for mistakes. Is that all you got? You've got a sinking feeling. Was? Er ist down? Nur einer ist down. Nope. So. Nope, nope. Nope. Oh, perfekt. Na, komm her! So, fuck. Time for a change. Ah, ne. Ich hab ihn gleich, ich hab ihn noch gleich. Au, oh, scheiße. Okay, ist los. Huh. Yo. Alter Schwede. On your feet. Krass. He's good. Better than good. Only Jack can fight like that. Glad to see he's back. Took long enough. What? Huh? Bravo, Jack. And a round of applause for Jed Ash. And Neon, of course.
You know who we are? I'm a dark elf, you see. And we dark elves... Just tell us about the crystals. That's all I want to know. Good, good. Those who are to forge the future mustn't be concerned with trivialities. Then cut to the chase. My castle is here. Make your way through this forest until you reach a tower. At its zenith, you will find the wind crystal. The journey will be perilous, but I suspect that doesn't come as a surprise. Any questions? Just one. Is it true you made a deal with Chaos? No, but you will. Chaos, darkness given form, given purpose. By its hand were the crystals extinguished, and only by its hand can they be restored. Of course, a deal with a monster commands a high price. Your very lives may be required as tender. Is that funny? I just forgot what it's like to hear some good news for once. Safe travels, Jack. Okay. Hat mich einfach rausgeschmissen. Arschloch. Hauptmission Verzehrung der... Verzerrung der Natur. Durch deine Begegnung mit Astus wurden Erinnerungen deiner Gefährten freigeschaltet. Ash kann jetzt den Job Mönch, Jet den Job Dieb und Neon den Job Rotmagier auswählen. Okay. Mit so einem Spielvorschatz schalten deine Verbündeten neue Jobs frei, die sie verwenden können. In den Kampfeinstellungen kannst du auswählen, welche Jobs deine Verbündeten ausüben sollen. Uiuiui. Missionsstufe 26. Ach so. Wenn es nur das ist, ne? Wenn es ja nur das ist. Okay. Grotte. Westschloss. Übermut. Okay. Ja, gut, sieht so aus, als müssten wir jetzt auch wieder die Nebenquest machen, um weiterzukommen. Können wir eigentlich machen, tatsächlich. Vorher will ich aber noch anderen Stuff machen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie ich das machen soll. Ich weiß es nicht. Hä? Lol, Alter, okay. Stimmt, der hat jetzt dieses Monsterschild einfach. Okay. Rotmagier, Alter. Ja, schon besser als Gladiator, oder? Hat der nicht irgendwelche Kommandofertigkeiten? Nö. Nein, hat sie nichts. Aber ich kann ihre... Warum kann ich die... Ich kann sie nur angucken. Ich kann sie nicht benutzen. Das Berühren der Figur mit den Pfoten ist verboten. Okay, warte mal. Was kann der... Jetzt bin ich zu weit rausgegangen. Was können die anderen? Boys? Hallo? Nein. Faustkämpfe. Du kannst den Mönch... Okay, der gute Mönch müsste ja eigentlich komplett besser sein, oder? Um LP wiederherzustellen. Ui! Krass. Nö. Kriegst den Mönch, Alter. So. Ah, okay. Und du kriegst den Dieb. Stehlen. Okay. Ah, der ist noch nicht mal mit Ding fertig, mit dem Duellant, ne? Ja, dann nehme ich den jetzt schnell in die Gruppe mit rein. Jid. Als, Ash, würde ich sagen, ja, so, was nehme ich jetzt, weil ich bin ja jetzt fertig nochmal mit dem, oder, Jobmenü,
Also Ronin ist ja durch, komplett. So, Ronin. Ronin ist komplett durch, also nehme ich jetzt auf jeden Fall was anderes. Aber was? Ich muss das alles noch leveln, Alter. Wieso muss ich einen Dragoon? Das ist so anstrengend. Das ist halt auch nicht schlecht, ne? Weißmagie, Schwarzmagie. Ich meine, der Schwarzmagier kann halt Flair benutzen, weil Flair ist halt ziemlich poggers. Weißmagier. Ist halt auch geil, weil der Weißmagier kann Engel. Ist doch alles Essig. Warte mal, Kampf. Nee, nicht Kampf. Doch, Kampf. Ja, so. Also, ich mache jetzt statt Ronin, nehme ich jetzt den Schwertkämpfer, so. Weil Schwertkämpfer ist auch wichtig. Der braucht nämlich auch anderen ziemlich viel Scheiß. Der braucht anderen ziemlich viel Scheiß, ganz genau. Du hast mich schon verstanden. So, als zweiten nehme ich den Magier. Ja. Ich glaube schon. Ja. So. Gut. Hatte ich vielleicht... Wie viele von diesen Dingern habe ich? Nein. Bruder, geh doch. Bitte, nach oben. Wieso brauchst du so lange? Habe ich irgendwelche Anima-Splitter eigentlich? Okay. 6 Stück sind ordentlich. Kann ich vielleicht... Rumpelstilz in der Spaß. Kann ich vielleicht hier noch ein paar Level reinhauen? Danke. Thank you very much. So, Weißmagier. Ja, Weißmagier könnte ich durch. Ja, bla, okay. Vita und Engel. Ziemlich geil, ziemlich geil. Und das braucht aber 8 Stück. Okay, Alter. Was kann der eigentlich? Das ist eine elementarlose magische Attacke. 8, okay. Ja, gut, wer es braucht, ne? So. Als nächstes kommt dann der Schwarzmagier. Also, heißt jetzt doch kein Magier, sondern den Weißmagier. Ja, danke. Kurz speichern und nehmen Quest. Action. Let's go. Besiege den gefräßigen Qual. Okay, also ein Spezialding. Stimmt, ja. Es ist sogar dieselbe Animation. Bruder, das ist illegal. So, was kann der alles? Dialogs ist ein... Das ist ein magischer Angriff, ne? Ja, genau. Vita ist klar, Regener ist klar, Protega... Protega? Okay. Valga? Okay. Valga müsste... Das ist ein Buff. Okay, hast Engel. Alter, Engel braucht 3 MP. Okay, Alter, ist gut. Alles fresh. Und bei dir so. Was? Der läuft jetzt einfach so ein Greif rum. Okay. Alles tutti frutti, würde ich sagen. Da komme ich nicht weiter. Kann ich trotzdem mal reinhauen. Hopp, bap, bap. Okay. Getting desperate. Edward hurts. Edward hurts. Ja, okay, ich sollte. Die Level-Ups sollte es eigentlich hageln, weil die sehr viel XP geben. Hallo? Hä? Hä? Was war das jetzt? Wieso wird das verschoben? Ich glaube nicht, dass das Absicht war. Ich kann ja auch nicht anvisieren, schade. Eine Küste. Au, meine Knie hier. So. Man muss aber echt sagen. Okay. Die Schwertkombos sind schon ziemlich wuchtig. Bam. Der Greif da oben hat mich jetzt schon interessiert eigentlich, aber naja. Ist egal. So. Mhm. Bleibt es den Javelin eigentlich tot jetzt für immer? Nicht Javelin. Ballista. Ballista was. Das. Okay.
Na komm. Boom. Alter. Nice. Yo, what? Alter. Look here. Krass, Junge. Have a look at this. Gonna use it? Gonna use it? Ich liebe es, wie er das sagt. Das ist so schön dumm. Ja, der Buff hält ziemlich lang. Und. Boop. Alter. Dein Ernst? Better tread carefully. Alter. So, jetzt hab ich dich. Bam. So. Ruhe im Kasten. Da kann ich eigentlich. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, wenn ich hier noch einmal durchgehe oder so, dann sollte ich eigentlich genug Level haben, um durch den nächsten Dungeon durchkommen zu können. Es geht jetzt mir nur darum, ob ich leveln muss oder nicht, zwischen den Aufnahmen jetzt. Weil ich muss auch ein bisschen vorproduzieren, weil wenn ich das Spiel ein Part hochlade in der Qualität hier, dann dauert das bei meinem Internet ziemlich lange. Und ich bin ein Depp. Ich habe gerade versucht, einen unblockbaren Angriff zu blocken. Nope. Und. Bam. Und tschüss. So, und weg. Nice. Komm her. Danke. Und tschüss. Nice try. Hä? Nein. So. Ich finde es auch echt praktisch vom Spiel, dass es eine kurze Animation gibt. Also wenn man keinen Bock hat. Okay. Wenn man keinen Bock hat auf die ganze Zeit die... du weißt schon. Macht absolut keinen Schaden auf die, okay. Aber ich glaube, auf die Skelette macht das ziemlich viel. Wenn man keinen Bock hat, auf die ganze Zeit diese Animation zu gucken, kann man halt auch die verkürzen machen. Ne? Das ist absolut kein Problem. Bam. Bam. Aber es ist eigentlich immer noch trotzdem sehr befriedigend, weil ich meine, guckt euch die scheiß Gegner an. Die sind ein bisschen hartnervig. War da nicht noch was? Ja, genau. Ja. Nicht vergessen. Das Witzige ist ja, wenn man so ein fettes Schwert hat, denkt man sich so, oh ja, der muss jetzt bestimmt richtig langsam ausholen und so und ist total schwerfällig. Aber Alter, der wirbelt das Ding rum wie noch was. Oh, nicht du. Not you again. So, ich hab dazugelernt, Arschloch. Au. Aber nicht sehr viel. Muss ich zugeben. So. Jetzt bin ich dran. Wo sind meine Boys eigentlich? Machen die Mittagspause oder was? Oh, echt, Junge. Einmal hat sich auf andere verlassen. Nur Eumol. Wie viel braucht Vita? Alter, wie so, dann heil ich halt alle. Time for a change. Change. Und das. Sackgasse? Nee, ist nicht, okay. Ich nehme jetzt auch nicht alle Kisten mit. Also nicht gezielt, weil. Alter, wie lange will ich denn jetzt hier rumhängen, oder? 3 Jahre im selben Dungeon wie vorher auch. Wenn es auf mir gegangen wäre, hätte ich jetzt einfach die nächste Quest gemacht. Lol. Alright. Go to the light. Let's go. This will be a breeze. Okay, also es macht kritischen Schaden, aber es hat den nicht wirklich. Okay, ich wollte einen. Egal. Man hat gesehen, was ich machen wollte, oder? Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass der Magier so viel raushaut. Was geil ist, dass ich halt so stehen bleiben kann, ne? Also, beziehungsweise. Weiterlaufen. Nein, oder? Alter! Der Weißmagier haut dir ja echt eine rein. Wenn er keinen Bock auf dich hat. Boom. Und schon. Ja, ich weiß.
Bam. Hau. Wer schmeißt ihn mit Stein? Steine werfen auf der Autobahn. Just keep hitting. Aber diese. Das Touchpad-Ding als Interaktionsknopf ist irgendwie echt weird, wisst ihr das? Das wollte ich nicht. Und tschüss. Oh, nice Gembu. Nice, hey. Obwohl ich gerade Gembu nicht brauche, aber es war trotzdem nett. Ich finde es auch cool, dass die auch andere Jobs außer Ronin und Samurai den. Die Genbus benutzen können, die Schwerter, Ninja-Schwerter. Oder Katanas. Oder. Was ist das? Es gibt noch ein Weep-Wort, ich weiß, dass es. Ich weiß, dass es das gibt, aber ich habe gerade nicht im Kopf. Ich habe es allgemein nicht oft im Kopf, aber gerade besonders wenig. Lil. Es kommt ein. Der Windkristall. Ich überlege gerade, welcher Boss kommt beim Windkristall? Weil. Weil die Kristalle werden von den Four Fiends beschützt. Und die Four Fiends sind ein Running Theme in Final Fantasy. Weise, okay, krass. Also jedes Spiel hat eigentlich seine Variation von den Four Fiends. Und ich frage mich, ich weiß gerade nicht, wer der vom Windtempel war. War der erste vom Wind? Echt? Ich dachte, der erste wäre der Erdkristall. Hm. Mhm. Was? Lichtschaden? Oh. Okay. Ah, das ist Paladin, ne? Ja. Aber Weiße interessiert mich auch. Was macht denn der? Schwarzmagie und Weiß. Oh. Nein, er kann. Doch, er kann es. Sie haben es nicht. Sie haben es doch. Brot in der Dose. Junge. Scheiße, ich habe nur eins. Ich würde gerne alles reinballern. Geht das? Ist das legal? Weißmagier. Der Weißmagier? Ah, nee, warte. Ich brauche aber. Ja, ich brauche den Schwarzmagier, den Weißmagier. Für den Weißen. Wer hätte gedacht? Ich nicht. Not me. Kann ich eigentlich. Dem. Nee, stimmt. Ah, da fehlt es mir auch noch. Stimmt. Ja, okay. Der Ruck mag eh nichts frei. Warte mal. So, warte. 4 Punkte. Ist das, weil ich das sowieso mitnehmen muss? Ah, den brauche ich. Kriege. Brauche ich alles. Ich brauche alle. Jeden von diesen Jobs. Aufgeladener Angriff. Was? R1 gedrückt hat. Hä? Oh! Ach so, stimmt, das war die. Also immer diese viereckigen sind diese, die man überall mitnehmen kann. Ich weiß jetzt nicht, ob man andere Fähigkeiten auch so auch überall mitnehmen kann, aber ich glaube nicht. Ich will jetzt keinen Scheiß erzählen, aber ich glaube, es geht nicht. Bringt den Windschaden beim Blocken. Nee, ich drücke jetzt den hier. So. Hallo, Alter. Diese ganze R1-Scheiße. Wie viel Punkte beim Faustkämpfer eigentlich? Können wir das mal einer verraten? Das ist halt auch wichtig. Hallo, kannst du bitte zum Ding rübergehen? Danke. Mensch. Dieb. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich brauche. Deswegen kriegst du jetzt einfach mal den Mönch so. Ja, ich hab Bock, Leuten in die Fresse zu hauen. Okay, das reicht aber nicht ganz, oder? Dragoon. Berserker. Der Dragoon interessiert mich mehr. So. Jetzt habe ich gesagt. Bam. Dragoon. Pikinier. Ist auch unnötig eigentlich. Unnötige Klasse. Da ist der Dragoon. Gut. Dann brauche ich aber mehr, ne? Ja. Aber Pikinier, Alter. Es gibt die Anima später nur für den Pikinier. Ich sag's euch. So. Zack. Na gut, das war's schon. Entschuldigung. Mal kurz upgraden. So. Hallo? Was du?
Ja, gut. Weiter geht's. Time for a change. Change. Wie er das sagt. So, Toto. Diese leeren Räume sind ein bisschen. Als ob du da hinter der Tür stehst. Du Sauhund. Du Elendige. Au. Ja, verflixt. Au, Alter, der macht so Schaden. Achso, ist ein Area. Ich wollte eigentlich Vita heilen. Vita heilen, ja. Hallo? Wo? Der hat sich dahin teleportiert. Alter, ich kriege gleich einen absoluten Rappler. Wo bist du? So. Scheiße. Go to the light. So, jetzt habe ich dich aber, du Drecksack, echt. Meine Fresse, ernsthaft. Nein. Mach's nicht deinen Scheiß. Was mache ich denn? Vitra? Nee. Regener. Reginga. Oh, Alter, jetzt aber. Guter Stuff. Was ich mich ein bisschen wundere, warum gibt's eigentlich Nebenquests? Ist im selben Dungeon, aber die Gegner sind stärker und der Loot ist besser. Wo ist der Sinn? Oh, okay. Ich wollte gerade schon sagen, ja, Raum. Scheiße. Au. Und. Mist. Nein! Ah! Der Gegner stand hinter mir, wieso an? Wie siehst du den an? So, und du? Alle weg. Feel the pain. There's something on your face. It was pain. Und wenn es jetzt immer so weitergeht, dass ich jetzt einfach Hauptquest mache und dann die Nebenquest in dem Dingens ist, in dem selben Dungeon. There you are. Und direkt dann. Ups, und direkt dann immer freigeschaltet wird? Ich weiß nicht, Alter. Digga, ich. Diese dumme Attacke von dem, ey. Ohne Witz. Fick dich. Time to fucking die, Bruder. So, und du kriegst jetzt Vollladung in die Fresse. So. Pam, Junge. Ein bisschen lustig sind die Soundglitches schon, oder? Nicht der einzige, der lustig findet, hoffentlich. Oh, eine Kiste. Fast übersehen. Okay, alles schlechter, sehr cool. Brauche ich. Wobei, schlechtes Zeug kann man halt immer noch verzaubern, ne? Also für in den Fleischwolf drehen. Verschlossen. Oh. Diese Dinger hier, diese Lichter, die sehen genauso aus wie Items, die hier von rumliegen. Also was heißt genauso? Ähnlich. Wir erinnern dran. Haben einen Charakter. Der denen ähnelt. Oh, klasse. Ist das das Viech? Das ist doch das Viech, das wir brauchen. So, okay, dann erstmal Protes. Protega. Danke, jeder Regenaga, so. Und dann haben wir den Viech auf die Fresse. Okay, ja, nicht gereicht. Nope. Was passt da nicht? Hätte ich nicht nach oben irgendwie nach oben gekommen sollen? Oder sind die Gegner ja allgemein nur da, um abzufacken? Hallo? Kannst du? Digga. Ich bin ja echt ungern cocky, aber hallo? Wie viel? Ich beklecke mich gerade wieder brutal. Alter Schwede, Junge.
Das letzte bisschen an Will wollte nicht leer gehen, Alter. So gar nicht. Ich glaube, diese Gegner da oben, die waren einfach echt nur da, mich abzufucken. Weil ich konnte nicht nach oben. Das war verschlossen. Außer ich hätte den Dingens finden müssen, den Schlüssel im Schloss. Aber das ist auf jeden Fall eine Quest, die ich nicht nochmal machen werde, weil das war nicht so angenehm. Gut, das war's eigentlich schon wieder. Mensch, wir sind perfekt. Jetzt sind wir auch gelevelt fürs nächste Mal. Alles klar, gut. Das war's dann wieder von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir die Auenwald der Verzerrung. Okay, dürfen wir das so nennen? Weiß ich nicht. Copyright. Okay, bis zum nächsten Mal wieder hier an dieser Stelle. Tschüssi.